Tambellini sprintet dieser Scheibe hinterher. Hat sie gerade noch erreicht. Kwiatkowski, dann Michael Ngoi. 1-0 für Fribourg-Gottéron. Nach nur gerade 33 Sekunden. Blitzstart für die Gäste aus der Romandie. Michael Ngoi. Das ist Guillaume Motte. Sehr viel Platz erneut für Fribourg. Und wieder schlägt es ein. Marc Abranalp. 2-0 für Gottéron. Und es sind erst 3 Minuten und 31 Sekunden gespielt. Sprunger wird da überlaufen. Erste Topchance für die Lakers. Abschluss aus dem Handgelenk, der ist drin. Nur noch 2-1, Torschütze Rajan Zatarić. Nach knapp 9 Minuten Melvin Niffler ein erstes Mal bezwungen. Rajan Zatarić mit dem 1-2. Sein erstes Tor in dieser Saison. Jordi Murray, dann Johansson, Danielsson. Noch einmal Niklas Danielsson. Persson setzt nach. Auch Murray ist zur Stelle. Ausgleich. 2-2. Danielsson mit dem Schuss von der blauen Linie und dann setzen Persson und Jordi Murray nach. Letztendlich etwas unglücklich aus Sicht von Fribourg. Es war nämlich ein Eigentor von Timo Helbling. Ein Missverständnis mit Jordi Murray und dann kehrt Plus von der Strafbank zurück und erzielt das 3-2 für Fribourg-Gottéron. Herrlich gemacht von Benjamin Plus, der an der offensiven blauen Linie gewartet hat, nachdem seine Strafe abgelaufen ist. Johansson, Franzson, wieder Danielsson, Franzson, Ausgleich, 3-3. Johan Franzson mit seinem ersten Tor im Trikot der Rapperswil-Jona Lakers. Benjamin Plus, Tor! 4-3 für Gottéron. Völlig entgegen dem Spielverlauf in diesem dritten Abschnitt. Benjamin Plus, Doppeltorschütze. Rizzello, Johansson. Gutes Zuspiel vor das Tor, wo ist der Pöcke? Ist drin, Ausgleich. 4-4, Antonio Rizzello, der Torschütze. Also die Moral der Rapperswil-Jona Lakers, die ist wirklich eindrücklich. Ausgeglichen diese Overtime bis anhin, jetzt aber Buriot, gut aufgelegt für Motte, das ist die Entscheidung. Fribourg gewinnt mit 5-4 nach Verlängerung durch das Tor von Guillaume Motte. Nach 2 Minuten und 11 Sekunden in der Overtime. Ein herrlicher Schuss in die weitere obere Ecke von Guillaume Motte.